So und herzlich willkommen zu einer nächsten Folge und Partie mit kleinem Gommes in Fetz. So, halt, bevor ich da runtersteige, muss ich erstmal gucken, wo es überhaupt lang geht. Wo ist denn hier die Tür? Da. Gut, dann gehen wir erstmal hier wieder zurück zur Wasserstadt, da. Können wir hier einfach mal auf der Karte... Warte mal, wie erstmal die Karte so? Okay. Zwei kleines Tor. Da sind wir fertig, da noch nicht. Alter, ist das komisch. Ja, da sind wir noch nicht ganz fertig. Da sieht man ja, dass hier erstmal noch so ein Teil frei ist. Aber da weiß ich auch noch nicht, wie man da weiterkommen soll. Da sind wir auch noch nicht ganz fertig. Ich weiß nicht. Aber jetzt sind wir erstmal hier. Oder? Wo sind wir denn? Wir sind hier irgendwo. Sieht schon nice aus, die Karte irgendwie, muss ich sagen. Das sieht schon nice aus. So, da kommen wir hoch. Ich finde es einfach so nice gemacht, dass man hier so mit den, Dingen rumspielen kann hier. Gehen wir erstmal hier so hoch. So. Nein. Die Idee war schon okay, aber noch nicht ganz ausgereift. So. Eine Tür mehr. Mehr, weniger, wie auch immer. Eine Tür mehr, in die wir hinein können. So. Wir nähern uns da schon mal ganz gut. Verdammt, da kommen wir nicht hoch. Ha, ha, ha. Das nennt man Skill hier. Hey, was macht denn der Sack? Der Sack. Der Sepp. Der Sack. Sackgesicht. Da oben ist ein ganzer Würfel. Willst du mich verarschen? Ja, dann denke ich mal, da kommt man nicht so einfach hin. Ich will hier einfach nur runter. So. Wow, wow, wow. Okay, weiter runter noch. Ist hier noch irgendwas? Nein, hier kommen wir runter. Da, oh, da unten ist ein ganzer Würfel. Zu dem wir aber wahrscheinlich nicht hinkommen. Oder doch? Da kommen wir doch hin. Wie nice. Wow. Links Shift. Oh, sieh nur. Ein kleines Tor. Kleine Tore können dich zum nächsten Zeitreisetor zurückbringen. Aber sie funktionieren nur in einer Richtung. Ja, dann bleiben wir erstmal noch. Nein, ich will doch jetzt nicht mehr sprechen. Oh, das Sackgesicht. So. Bevor ich da irgendwie reinspringe in dieses komische Portal. So. Nein, runter. Also, ich runter. Jetzt geh also runter. So. Mein Gott. So. Mal gucken, was wir da finden. Ach. Sind wir hier rein? Wir sind doch von nach unten geklettert. Yay. Also diese scheiß Perspektivenwechsel macht mich ganz fertig. Ja, okay, doch. Doch, 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 doch. Hä? Okay, ja, wir wurden wahrscheinlich automatisch nach
Gehen wir einfach mal rein. Wo sind wir jetzt? Wo sind wir? Oh, nice. Ich weiß zwar nicht, wo wir sind, aber hier gibt's lecker Fisch. Wow, man hat schon den vierten. Ist es jetzt schon da, der vierte? Ja. Du hast vier Würfel gefunden. Jetzt kannst du die Tür öffnen, die wir vorhin gesehen haben. Du weißt schon, die Tür direkt vor deinem Dorf. Ich dachte schon Kopf. So, erstmal hier einsammeln. So, runter, runter. Okay, wie kommen wir jetzt dahin? Kräftiger Sprung. Haben wir hier noch eine Tür gefunden, die wir uns hier gleich mal in den Augenschein nehmen werden. Weil ich jetzt schon keinen Plan mehr habe, wo wir gerade sind. Okay. Jetzt habe ich noch mal weniger Plan. Okay, warte, so können wir hochkommen. Das ist echt krass. Ich finde, das Spiel macht richtig Bock. Also jetzt hier so über die ganze... ist schon nice. Ist schon eine richtig nice Idee. Respekt. Und war bestimmt auch nicht ganz einfach zu konzipieren. Also zu... herzustellen. Keine Ahnung. Ich kenne mich damit nicht aus. Aber ist auf jeden Fall richtig geile Idee. Jetzt geh einfach hoch. Ich kann eigentlich einfach nicht hochklettern. Muss ich verarschen. Okay, das ist ein bisschen laggy buggy. Ich weiß es nicht. So, jetzt geht's. Okay, was ist das? Wattstadt? Man weiß es nicht. Wetten, ich lande jetzt schon wieder irgendwo am Arsch? Ah, was sag... Gott, Mann, das ist ja schon wieder was anderes. Ich schaue noch kurz auf die Karte. Ja, hier. Von dem hier geht's alles aus. Man kann ja irgendwie hier zu diesen ganzen komischen Unterwelten. Alter, ich drehe durch. Also das ist schon ein bisschen tricky hier alles. Nein, so geht's runter. So. Nein, du sollst ja nicht fallen lassen. Du Homo-Fürst. So, wie komme ich jetzt da am besten? Ja, hier geht's wahrscheinlich. Was ist das denn? Guck mal doch mal gleich rein. Eine Treasure. Wo wir auch wirklich hinkommen. So, links Shift. Nee, Steuerung. Bam, wieder eine Karte. Sehr schön. Was bringt mir diese Schatzkarte? Zeigt mir das jetzt hier an, wo hier was ist, oder? Da sind wir fertig. Zeigt mir das jetzt hier an, wie viel da noch versteckt ist. Ich weiß es nicht. Ich guck mal hier kurz nochmal raus. Hier rein. Kann ich nochmal angucken, irgendwie nochmal. Ah ja, das hilft mir auch viel, viel weiter. Keine Ahnung, ob die erst im späteren Verlauf des Games irgendwie entscheidend sein wird. Hier ist nichts mehr. Keine Ahnung, was diese komische Schatzkarte ist. Ich denke, das kommt erst noch. Gucken wir uns hier nochmal um. Gehen wir erstmal hier hoch. Wo kommen wir denn hier? Da geht's hoch. Was macht denn der Sack? Kann man da jetzt einfach so rüberspringen? Ja, das geht, okay. Das geht. Jetzt würde ich sagen, darüber, oder? Ah.
Und erstmal hier noch das schöne Stückchen mit. Wollen ja nichts verkommen lassen. Da war noch ein Teil. Boah, das war knapp. Geh zurück. So, hoch mit dir. Ganz schönes Kraxelei hier. Aber man verliert noch nicht wirklich den Überblick. Also noch geht's ja. Also wenn man hier auf einer Map bleibt quasi. Beim Abschnitt. Auch so nice, dass man hier einfach durchlaufen kann. Hey! Mit der F war das jetzt. Nein, was macht denn der? Auch mit dir? So. Wir sind erstmal safe. Schauen wir erstmal hier durch. Perfekt. Na, da sehe ich schon wieder eine sehr schöne Sache. Die mich natürlich sehr, sehr antörnt, ja. Nein! Oh, okay, da hat uns jetzt der Sprung sogar mal gerettet. So, da, nochmal. Oh Gott. Wie geht's denn jetzt hier nochmal lang? Wie bin ich denn hier weitergekommen? Bin ich jetzt verrückt? Achso. Ich glaube, ich muss erstmal hier durch. Und jetzt genau. Na, WTF? Ja, Anlauf nehmen kann ich nicht groß. So. Geht doch. Geschafft. Letzter Sprung. Oh, sieh nur, ein kleines Tor. Ein kleines Tor könnte ich den nächsten Zeitreisetor zurückbringen, aber es funktioniert nur in eine Richtung. Wirklich? Jetzt nimm halt. So. Ein bisschen rumgespringen hilft manchmal. Wahrscheinlich verarscht sich das Game immer selber. Diese Hammer-Grafiken immer. Und Animationen halt. So, jetzt sind wir hier wieder im Home-Portal. Lass mal wieder auf die Karte gucken. Wo wollen wir denn jetzt einfach mal hingehen? Wenn ich keine Ahnung habe, wie man da hinkommt. Wie kommt man denn jetzt zum Beispiel... Hier, bleib mal hier. Zum Leuchtturm. Da wollen wir jetzt hin. Wie kommt man jetzt hier zum Leuchtturm? Hier unten ist eine Tür. Keine Ahnung, ob wir da schon drin waren. So, da kommen wir zwar zu einem Turm, aber nicht zum Leuchtturm. Oder ist das... Habe ich das falsch gesehen auf dem Bildschirm? Nein, das ist der Glockenturm. Da waren wir noch gar nicht. So. Ja, nice, ist der Timer schon wieder abgelaufen. Ha! Okay, dann gehe ich jetzt erstmal... Ja, ist ja gut, Timer. Gehe ich jetzt hier erstmal wieder zurück zum Home. Zum fetten Home. Jetzt weiß ich auch, wieso man mal die Türen hier immer sieht, wo man auch hinkommt. Das ist echt hilfreich. So. Würde ich sagen, dann bleiben wir erstmal hier und dann verabschiede ich mich von euch von diesem Game. Ne? Also ich finde es immer noch sehr lustig. Wird auch noch, glaube ich, ziemlich... heftig werden, wenn wir da wirklich reingelegt werden. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis dahin, viel Spaß und Servus.